Ja, Metal-Leute, und herzlich willkommen zurück auf unserer kleinen Achterbahn der schlechten Lebensentscheidungen und der Schlachtabfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde um den Schauerberg. Und liegt draußen auch Schnee und Eis, unsere Achterbahn dreht weiter ihre Runden, und mit jeder Runde kommen wir der Katastrophe näher, meine lieben Leute. Was ist passiert? Gestern Abend, Montagabend, hat sich auf Twitter ein User gemeldet, der gesagt hat, dass er Reinhardt den dritten Strike verpasst hat. Und hat das untermauert. Diese Behauptung untermauert mit einem Screenshot von seiner YouTube-Oberfläche, wo steht: Ja, ihr Strike wurde übermittelt mit Absender Rainer Winkler. Das heißt, bis auf Weiteres können wir davon ausgehen, dass mal wieder etwas im Argen liegt. Und weil Rainer Rainer ist und immer das Gleiche tut, können wir davon ausgehen, wenn Rainer sich dazu äußert, dann ist etwas da, dann ist etwas dran. Denn Rainer ist natürlich nicht der große Manipulator, wie er immer glaubt. Er ist nicht das große Mastermind, das alle um sich herum belügen kann. Rainer konnte noch niemanden in seinem ganzen Leben belügen, außer sich selbst. Und jeder Mensch, der normal intelligent ist, weiß ganz genau, dass das, was Rainer labert, Quatsch mit Soße ist. Quatsch mit Soße und Kokosflocken. Wir verstehen uns. Heute Morgen, Dienstag, gab es also einen kleinen Mitglieder-Only-Stream. Wir gucken beim Orakel, das ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Und beim Orakel heißt das Video morgendlicher Strike Rechtfertigungsankündigungs Lügenstream. Also war es wohl ein Stream, der sag und schreibe 16 Minuten lang ist. Wenn du alles, Rainer, wenn du alles, was du sagen wolltest, in 16 Minuten abarbeiten kannst, dann kannst du doch auch eben einen schnellen One-Taker aufnehmen, oder? Könnte es vielleicht daran liegen, dass, wenn man drei Strikes hat, man keine Videos mehr hochladen kann, aber noch streamen kann? Ich selber weiß das tatsächlich nicht. Ich habe mich noch nicht so sehr damit befasst, was man alles mit wie viel Strikes machen kann oder nicht. Aber vielleicht ist es eine Möglichkeit. Also, Rainer hat relativ spontan gestreamt am Dienstagmorgen. Wie wir sehen, er sitzt vor seinem Greenscreen, aber anscheinend herrscht Tageslicht. Das kommt ja auch selten genug vor bei ihm. Gucken wir uns doch einfach mal an, was er uns jetzt zu sagen hat. Das ist natürlich alles nicht stimmt, was im Internet gerade zu hören ist über ihn, und alles Fakes, und deswegen muss er auch überhaupt nicht diesen Stream hier machen. Hören wir uns mal an, wie er uns heute vorlügt. Wie beim Orakel üblich ist es natürlich kein Highlight-Stream, sondern eine 1:1-Kopie. Deswegen werden wir uns jetzt wahrscheinlich auch angucken, wie er erstmal seine ganzen Sachen einrichtet, weil er streamt ja sonst nicht mehrmals in der Woche. Das muss man ja alles so machen, ne? Ja, Leute, wie ist es so bei euch mit dem Wetter? Also ich muss inzwischen sagen, bei uns sind die Hauptstraßen jetzt am Dienstag Gott sei Dank schon wieder frei. Also hier in der Siedlung ist es so ein bisschen, aber Hauptstraßen gehen. Ich werde es morgen früh mal wagen, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Ich denke, das wird funktionieren. Ich hoffe, euch, ihr seid bisher ganz gut da durchgekommen und es ist bei euch noch nichts Schlimmes passiert. Schön, dass mir Rainer auch mal die Zeit gibt, ein bisschen mit euch zu reden. So kriegt man natürlich auch 16 Minuten Stream voll. Eine Minute ist rum, es ist nichts passiert. Ah, er fängt mal wieder an ohne Ton. Ist das richtig? Warte mal ganz kurz. Jetzt erst einmal so ein. Gut, ich bin immer ein bisschen paranoid, weil mein PC hat auch einen ganz komischen Bug. Manchmal kann es sein, so einmal am Tag oder so, kann es sein, dass ich keinen Sound mehr habe auf meinem Headset. Dann muss ich das einmal aus- und wieder einstöpseln. Ist nicht mehr der neueste PC, Junge, Leute, passiert. Ja, Rainer hat's gecheckt. Rainer macht ja schon seit 9 Jahren YouTube. Nein, Rainer. Stellt euch mal vor, ihr müsst euch das live geben. Und das ist Mitglieder-only. Die Leute haben dafür bezahlt. Das ist wirklich, wirklich So, jetzt beschämend. müsste man mich hören. Ja, Ja. das ist momentan ein bisschen Einstellungssache. Nein, das ist nicht momentan Einstellungssache, Rainer. Das war schon immer bei dir so. Also, seitdem du wieder angefangen hast, regelmäßig zu streamen, vor gefühlt einem halben Jahr oder so, machst du immer erstmal 5 bis 10 Minuten im Stream, wo du nicht checkst, dass du keinen Ton hast. Ich habe sogar mal gesehen, da musste dir jemand tatsächlich Geld spenden, um dir zu sagen, dass der Ton nicht an ist, weil du sonst nicht auf deinen Chat guckst. Unprofessionell.
So, es ist interessant, dass das Streamen jetzt funktioniert, aber keine Videos hochladbar sind. Ah, guck mal an, woran könnte das denn liegen? Es ist folgendes: Es ist nur der kurze Infostream. Wir werden heute Nachmittag ganz normal Pokémon streamen. Aber nur, dass ihr schon mal Bescheid. Ich habe gerade auf Twitter gesehen, dass er wohl in seinem Community-Bereich Mitglieder Only gepostet hat, dass er wohl nicht mehr streamen kann heute. Also es geht anscheinend irgendwie nicht. Vielleicht ist es eine dumme Ausrede, weil er keinen Bock hat. Vielleicht hat YouTube da auch schon ein bisschen wieder mal durchgegriffen oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich habe auf jeden Fall schon gelesen, dass es wohl keinen Pokémon-Stream gibt. Ach, wie schade. Bescheid wisst. Wartet mal kurz. Alexa, Stu Arbeitszimmer an. Meintest du Arbeitszimmer? Ja. So. Es war ja vorher noch nicht hell genug, aber ist auch nicht leicht, wenn die Diabetes langsam anfängt, die Netzhäute zu zerfressen, ne? Ein bisschen besser ausgeleuchtet. Ja, also folgendes. Ich habe jetzt einen dritten Strike bekommen, aber ein dritter Strike heißt ja nicht gleich, dass der Account gesperrt wird. Doch, heißt es, Rainer. Drei Strikes in einer Kategorie heißt, der Account ist weg. Wenn du den, du hast jetzt den Strike bekommen, wahrscheinlich am Montag, und du hast jetzt 7 Tage Zeit, darauf zu reagieren, eventuelle Gegendarstellung einzureichen, sonst irgendwas oder so. YouTube gibt dir einfach noch 7 Tage Zeit. Das ist der einzige Grund, warum du jetzt noch diesen Stream machen kannst. Ein dritter Strike, wenn der durchgeht, wenn du den nicht entkräften kannst, und ich gehe davon aus, das kannst du nicht, dann ist es vorbei. Also vorbei mit seinem tollen YouTube-Account mit 115.000 Abonnenten, ne, ist klar. Dass das nicht das Ende des Bettlers und Betrügers Rainer Winkler im Internet sein wird, da mache ich mir keine Hoffnung, da machen sich die wenigsten Leute Hoffnung. Dann wird er halt wieder anfangen, irgendwo anders zu streamen, wo er sich noch nicht unmöglich gemacht hat, auf irgendwelchen kleinen Piss-Plattformen, weil YouTube und Twitch hat er jetzt durch, ne? Aber es wird natürlich ihm vieles sehr viel schwerer machen in seinem Leben, und da hoffen wir ja alle drauf, nicht wahr? Sondern das heißt erst einmal, dass das Ganze in einer Warteschleife ist. Das Ganze ist jetzt erst einmal so eingestellt, dass ich im Moment keine Videos hochladen kann. Streamen scheint aber funktio zu funktionieren, zumindest für die kostenpflichtigen Mitglieder. Und es ist jetzt so, dass ich jetzt abwarten muss, wie es weitergeht. Also es wird jetzt, die Strikes werden jetzt überprüft, die Gegendarstellungen werden jetzt überprüft, die ich gemacht habe. Und das heißt im Klartext jetzt muss ich abwarten, was passiert. Das ganze Video, der ganze Stream hier ist nur eine kleine Info für euch, damit ich. Übrigens, nur mal so, wo wir gerade beim Thema Gegendarstellung sind. Rainer hat ja auch versucht, mir Strikes reinzumeddeln für Copyright, für die Reaktionsvideos von seinen gelöschten Dragon Mondays. Da habe ich auch eine Gegendarstellung eingereicht. Und seit ein paar Wochen ist der Status davon auf Gegendarstellung wird weitergeleitet. Also ich gehe mal davon aus, dass meine Gegendarstellung, die ich geschrieben habe, an Rainer, den Beauftrager des Strikes weitergeleitet wurde. Und seit Wochen passiert da nichts. Ich gehe mal stark davon aus, dass Rainer das schlicht und ergreifend ignoriert und einfach so viel Zeit verstreichen lässt, wie geht, damit meine Videos nicht wieder online kommen, ne? Von daher hoffe ich mal, dass sich irgendeiner mit deiner Gegendarstellung den Arsch abwischt, Rainer. Ich jetzt erst mal testen kann, ob der Stream überhaupt noch funktioniert, weil Videos wollte ich gestern Abend, habe ich ein 20, 25-minütiges Video hochgeladen, was ich, oder hochladen wollen, was ich nicht hochladen konnte, weil YouTube das gesagt hat, nö, 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 du kannst das nicht hochladen. Nach deinem 8 Minuten langen Machwerk, was der Ersatz für dein Dragon Monday sein sollte, wolltest du gestern noch ein 25-minütiges Video hochladen. Was waren das, Rainer? Also, das kann ich mir auch vorstellen, dass es straight 100% gelogen ist. So, genau. Und es sollte jetzt alles soweit funktionieren. Anscheinend geht es mit dem Stream dafür, aber das ist ganz gut, weil dann kann ich das zumindest soweit machen. Genieße jede Sekunde, Rainer. Nächste Woche Montag ist vorbei. Vermutlich würde es innerhalb der nächsten 10, 15 Tage passieren, dass mein Kanal gesperrt wird. Es sei denn, die Gegendarstellung wird zu meinen Gunsten, was es eigentlich müsste, wenn sie sich an ihre eigenen Gesetze und Regeln halten. Ja, müsste dann eigentlich gehen. Natürlich. Rainers Gegendarstellung muss natürlich stattgegeben werden. Wenn YouTube das nicht tut, liegt der Fehler bei YouTube. Ist ja klar, nicht bei ihm. Niemals bei ihm. So. Und
Deswegen werden wir jetzt natürlich erstmal ganz normal weitermachen mit Pokémon heute und Pokémon morgen. Nee, Quatsch, Entschuldigung, Pokémon heute und Pokémon am Freitag. Donnerstag. Du, er macht nichts und weiß noch nicht mal, wann er nichts macht. Quatsch, am Donnerstag. Und Rainer, was sind schon Wochentage? Wochentage sind für Leute, die arbeiten. Samstag und Sonntag vielleicht auch noch ein Stream, voraussichtlich kann zu dem Zeitpunkt streamen. Jetzt muss man mal schauen, wie das funktioniert. Ansonsten, ja, seid ihr jetzt eigentlich da, weil jetzt schreibt keiner mehr gerade. Ja, Rainer, Mitglieder only, an einem Dienstagvormittag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so nicht viele Zuschauer gehabt hat, weil normale Leute vielleicht arbeiten. Die Frage ist natürlich, die Leute, die Rainer tatsächlich Geld geben für Mitgliedschaften, ob die ein geregeltes Leben haben. Und also ich gehe mal davon aus, dass diese Leute schon stark die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Hier kurzer Einschub. Ich habe es auf Twitter geschrieben, ich habe es auf meinem YouTube-Account geschrieben. Die meisten von euch werden es gelesen haben. Ich habe natürlich nicht eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei Rainer abgeschlossen. In meinem Video gestern habe ich nur etwas unglücklich meine Worte formuliert. Ich wollte aus der Sicht eines Abonnenten argumentieren und habe dann irgendwie gesagt, ja Rainer, ich habe bei dir abonniert dann. Es haben mich einige Leute in meinen Kommentaren gefragt, ob ich abonniert habe. Ihr habt ja wohl nicht mal alle Waffeln an der Ladde irgendwie. Also, ne? Be bevor ich dem Mann auch nur einen Cent gebe. Bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass jetzt hier tausende Fragen eingehen. Ja, guck mal an, das hat ihn ein bisschen aus dem Konzept gebracht, ne? Rainer möchte gerne einen Stream machen und möchte gerne sagen, oh, guckt euch an, wie ungerecht die Welt ist. Ich habe einen dritten Strike bekommen und ich habe doch gar nichts gemacht. Und er wartet jetzt natürlich darauf, dass seine Speichellecker ankommen und sagen, wie kann YouTube das nur machen? Drache halt durch, das schaffst du schon. Und es kommt nichts. Und damit kommt Rainer gerade irgendwie gar nicht klar. Wenn das Einzige, was dein Selbstbild noch aufrechterhält, ein paar random Kommentare im Internet sind, ne? Darf ich fragen, was der Vorwurf ist? Ja, der Vorwurf ist, dass meine Thumbnails und meine Intros angeblich geklaut sind und der angebliche Urheberrechtsinhaber sich darüber beschwert hat. So. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn die Leute auch wirklich die Rechte daran haben. Und da das keiner hat, außer mir selbst, würde es vermutlich darauf hinauslaufen. Das Problem ist, es funktioniert. YouTube funktioniert genauso. Ich mache eine Meldung über einen Content. Dann geht die Meldung an YouTube raus, die überprüfen das, dann schaut es im ersten Moment für die aus okay. Es ist wirklich. Ja, Rainer, YouTube überprüft das. Vor allen Dingen bei einem dritten Strike auf deinem Account, der ja Konsequenzen haben wird. Einfach so unbegründet Accounts sperren ist eine sehr schlechte Werbung für YouTube. Und deswegen macht YouTube das nicht. Deswegen checkt YouTube die Sachen vorher. Und wenn YouTube den Strike reinmeldet, dann wird da irgendetwas dran sein. Wirklich so, dann machen die einen Strike. Und dann würde es, oder meistens läuft es dann über Ding, wenn es gestrikt würde, dass es automatisch gesperrt wird, dann läuft es so, dass ich eine Gegendarstellung einreichen kann. Wenn ich die Gegendarstellung einreiche, landet es bei YouTube nochmal, dann wird es von einem User, von einem Support-Mitglied-User überprüft und dann weitergeleitet an die Person, die das Ganze gestrikt hat. Und dann wiederum muss diese Person, die das gestrikt hat, also die den Strike ausgelöst hat, muss dann innerhalb von 10 US-Werktagen, also amerikanischen Werktagen, nachweisen, dass es rechtliche Schritte dagegen gibt und dass das wirklich ihr Content ist. So, wenn das nicht nach. Ja, was du schon seit Wochen nicht bei meinen Videos machst, Rainer, weswegen ich meine Videos nicht online stellen kann. Du lässt meine Gegendarstellung in deinem Postfach verrotten. Nachweisbar ist, dann wird die Gegendarstellung darauf hinauslaufen, dass die mir den Strike wieder wegnehmen. Dann wird das Video im normalen Da würde ich kein Geld drauf wetten. Fall wieder freigeschalten, es sei denn, ich habe es in der Zwischenzeit gelöscht. Und ja, dann hat sich die Sache erledigt. Genau. Nein, nicht in der Zwischenzeit gelöscht, Rainer. Wenn du einen Copyright-Strike hast auf einem bestimmten Video und du löscht dieses Video, bevor dieser ganze Prozess abgeschlossen ist, dann geht YouTube davon aus, dass das ein Schuldeingeständnis ist. Der Strike verschwindet nicht, nur weil du das Video löscht. Das ist schlicht und ergreifend falsch.
Und dadurch, dass die Leute ja keine Rechte daran haben, dürfte das nicht lange dauern, dann dürfte es wieder weg sein. Aber da es natürlich 10 US-Werktage dauert, würde es ein bisschen länger dauern. Und da ich den ersten Strike hatte ich jetzt am, ich kann mal nachschauen, Sekunde. Den ersten Strike habe ich bekommen am, Den ersten Strike habe ich bekommen am 23. Januar, den zweiten am 1. Februar und den dritten am 8. Februar. Das sind drei Strikes in nicht mal 4 Wochen. Das ist auch eine gute Quote, ne? Es ist schön, also da, so, dass jemand irgendwie in Anführungsstrichen so eine kleine Offensive gestartet hat und dann haben alle nochmal nachgeguckt, auch was hat er denn benutzt, ne? Ich habe bei allen jetzt bereits Gegendarstellungen eingereicht. Der mit dem 23. Januar, da habe ich nochmal was zur Klärung vorbereitet, beziehungsweise habe nochmal was zur Klärung weitergeleitet gestern Abend. Das heißt, das ist noch nicht vom Tisch. Das steht jetzt auch dabei, das steht auch immer dabei in meinem Fenster hier. Gegendarstellung wird demnächst geprüft. Das heißt, es wird dann von einem Mitglied des Support-Teams geprüft. Dann beim Strike vom 1. Februar steht Gegendarstellung weitergeleitet, das heißt, es hat bereits der User, der die Gegendarstellung, der das Ganze gestrikt hat, hat es bereits bekommen. Und dann, das heißt, der muss jetzt irgendwas Gerichtliches oder irgendwas Ähnliches vorlegen, damit es überhaupt gestrikt bleibt. Und dann, Kannst du was Gerichtliches vorlegen, Rainer, damit meine Videos gestrikt sind? Ich denke nicht, auch weil meine Gegendarstellung gut ist. Bei dir bin ich nicht so sicher. Aber ich denke mal, er wird mit den Leuten aus dem Discord irgendwie eine Gegendarstellung irgendwie zusammengeschrieben haben, denke ich mal. Denn bei sowas lässt er sich helfen. haben wir den Strike von gestern. Das ist im Moment auch noch Gegendarstellung, wird demnächst geprüft. Das kann ein paar Tage dauern und nachdem es geprüft wurde, wird es weitergeleitet und wenn es dann weitergeleitet wurde, ist eben die Person im Zugzwang und muss es dann halt schaffen. Und wenn das nicht passiert, dann wird das Video ganz normal reaktiviert und dann geht es ganz normal. Er hat jetzt das zweite Mal Zugzwang gesagt. Gestern im Video hat er auch schon Zugzwang gesagt. Das ist ein neues Wort. Irgendjemand hat ihm das beigebracht. Das ist ein neues Wort. Und wenn Rainer ein neues Wort kennt, dann benutzt er das erstmal viel zu oft. Mal weiter. Allerdings kann ich keine Videos hochladen in der Zeit, jetzt während ich drei Strikes habe. Ich habe das eigentlich schon beim ersten Strike gedacht, dass es so ist. Früher war es auch so, dass wenn du einen Strike hast, konntest du, ich glaube, 7 Tage nichts hochladen. Beim zweiten konntest du 14 Tage nichts hochladen und beim dritten Strike konntest du nichts mehr hochladen, bis du alles geklärt hast. Ich habe das bereits schon zweimal gehabt, dass die Das ist soweit korrekt, aber seit ein paar Monaten macht YouTube keine Sanktionen mehr bei den Strikes. Also du bekommst die Strikes, du musst dich darum kümmern, aber diese Upload-Sperre ist, ja, das ist nicht mehr so. Da hat er schon recht. Leute meinen, ich habe es bereits schon zweimal gehabt, dass mein Account in der Zeit gesperrt wurde. Also das ist bereits mehrfach passiert. Unter anderem damals bei seinem Geburtstag, letztes Jahr bei seinem Geburtstag, eine Woche vorher. Und ja, es ist wirklich darauf hinausgelaufen, dass es jetzt so geändert werden musste. Genau. Mein Video war ja gestern Abend. Habe ich mein Video eigentlich gestern Abend noch hochgeladen bekommen? Wartet mal. Ich hatte ja, beziehungsweise gestern Mittag hatte ich ja ein Video hochgeladen. Kam das noch? Die Frechheit, wo du von deinen neuen Mitgliederrängen erzählt hast, ja, das kam noch, ich hab's gesehen. Mein Ersatz für Dragon Monday. Genau, das habt ihr ja sehen können. Genau. Haben die meisten von euch auch gesehen, wie es aussieht. 169 sind nicht alle, die abonniert haben oder Mitglieder sind, aber das funktioniert schon. Genau. Wow, 169 Views, Rainer. Ich hatte ein paar mehr auf meinem Video. So. 115.000 Abos. Völlig verpeilt wieder gerade. Ja, das war jetzt das letzte Video erstmal, wie gesagt, soweit. Da muss ich jetzt gucken. Was die Streams angeht, streamen kann ich. Vielleicht war es das letzte Video auf diesem Account für immer, Leute. Vielleicht. Ich mache mir doch keine großen Hoffnungen. Mein Herz ist so oft gebrochen worden in dieser Sache. Aber. So ein ganz kleines bisschen Hoffnung gibt es immer, sagte mal ein
Weiser Schwertkämpfer. Nicht offensichtlich. Es kann aber auch sein, dass ich nur für Mitglieder streamen kann in der Zeit. Das wäre nicht weiter verwunderlich, weil Mitglieder sind ja Leute, die bezahlen für die Videos und die Streams. Und nichts bei dir bekommen. Wenn ich jetzt ein Video hochladen will, geht es allerdings gar nicht. Da steht dann einfach da zu viele Verwarnungen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine gewisse Zeit warten muss oder ob ich jetzt einfach warten muss, bis ich die Strikes wieder verloren habe. Na gut. Selbst wenn dieser dritte Strike jetzt nicht durchgeht, er hat gesagt, er hat den ersten Strike bekommen am 20. Januar, irgendwie so Ende Januar. Das sind 3 Monate, davon sind jetzt 2 Wochen weg, sind immer noch 2,5 Monate, wo er dann 2 Strikes hätte. Es wird eine verdammt lange Zeit, Rainer. Verdammt lange auf Eiern balancieren. Ja, es wäre halt schön, wenn mir andere YouTuber auch mal unter die Arme greifen würden, wegen diesem ganzen Fake-Scheiß, aber ich stand ja schon immer allein und das werde ich wahrscheinlich auch. Was ist das für eine Aussage? Andere YouTuber sollen ihm helfen wegen diesem Fake-Scheiß, Rainer. Du hast 3 Strikes wegen Copyright. Du hast dir dein Intro von jemandem genommen und hast das so exzessiv benutzt ohne sein Erlaubnis irgendwie. Und wenn das dritte jetzt auch ein Copy-Strike-Vergehen ist, dann ist das halt so. Das ist halt keine Fake-Scheiße. Rainer geht halt davon aus, jeder Mensch, der ihn bei YouTube meldet, zieht sich irgendwas aus den Fingern. Ist natürlich klar, weil er ist ein Hater und Hater lügen immer so. Andere YouTuber sollen mir doch mal helfen. Nein, Rainer, du hast Scheiße gebaut, um es mit deinen Worten zu sagen. Immer tun. Leider. So kann man gegen Mobbing nichts ausrichten. Aber was soll's. Kleine Vorwarnung vorab, wenn ich jetzt schon die Chance habe, kurz mit euch zu reden. Sollte es wirklich passieren, dass mein YouTube-Account gelöscht wird, dann werde ich höchstwahrscheinlich komplett aus dem Internet mich löschen. Boom. Das will ich sehen, Rainer. Jetzt mal ehrlich. Rainer, was machst du denn? Also, wenn du nicht mehr im Internet präsent bist, was machst du denn? Du sitzt den ganzen Tag in deinem Haus, hast kein Geld mehr und hast vor allem den ganzen Tag Freizeit. Rainer, du machst doch nichts anderes irgendwie. So traurig es auch ist, aber diese Aufmerksamkeit von Rainer aus dem Internet, vollkommen egal, ob positiv oder negativ, auch diese negative Aufmerksamkeit. Die ganzen Nachrichten auf Twitter und die ganzen Kommentare unter seinen Videos, die sagen, er soll sich löschen oder so weiter, ist am Ende so gut wie der einzige Kontakt, den Rainer noch hat, irgendwie. Und auch, wenn er sich jetzt aus dem Internet entfernt und irgendwie nur noch auf dem Discord hockt mit seinen Leuten, die werden halt auch irgendwann weniger werden. Die verliert auch irgendwann das Interesse daran oder Rainer hat sie irgendwann mal alle gebannt. Und ohne seinen YouTube-Account, ohne seine Präsenz im Internet, kommen da auch keine neuen Leute dazu. Als ob Rainer wird sich niemals freiwillig aus dem Internet entfernen können. Weil was soll er denn sonst machen? Dann ist er der einsamste Mensch der Welt. In seiner Ruine auf dem schaurigen Berg. Bis auf meine Videospiele und so ein Zeug. Das heißt im Klartext, ich werde dann alle Möglichkeiten löschen. Ich werde keinen Snapchat mehr haben, ich werde keinen TikTok mehr haben, ich werde nichts mehr haben. Weil das habe ich mir vor 8, 9 Jahren schon geschworen, als es mit dem Hate losging. Oder auch schon davor. Sollte jemals irgendeiner meiner Kanäle gestrikt werden, werde ich die Videos lassen. Und, also komplett gestrikt, ne? Dass er weg ist auch und dann gelöscht wird. Und jetzt bei 115.000, 116.000 Abonnenten, ne, ist es nicht Guck doch noch mal nach, es sind bestimmt 116.500 inzwischen, Rainer. ganz so geil. Es wäre schon schön weiterzumachen, schon allein wegen der Musik. Schon alleine wegen dem Gehalt. Ich werde jetzt aber auch mal so tun, als würde quasi das Ganze weitergehen. Das heißt, es läuft darauf hinaus, dass ich trotzdem am Musikvideo arbeite die Woche. Wir werden trotzdem die Strikes machen, die Strikes. Wir werden trotzdem Pokémon zocken die Woche. Und wir, Rainer, wir werden weiter die Strikes machen, das glaubt mal. Ich weiß nicht, das sage ich gleich mal vorab, weil ich das jetzt auch nicht weiß. Das ist noch eine Vermutung von mir. Es wäre auch möglich, dass ich nur einmal täglich streamen kann. Sollte heute kein Stream mehr kommen, liegt das daran, dass ich jetzt streame. Wenn ich den Stream ausmache, kann ich vielleicht nicht weiter streamen. Es wäre auch möglich, dass ein zeitlich begrenztes Stream möglich ist. Und das heißt, ich habe vielleicht nur eine Stunde am Tag Zeit zu streamen. Das würde ja aber trotzdem in Rainers Konzept passen, ne? Einmal am Tag spricht der Lord zu seinen Untertanen, einmal am Tag Propagandarede irgendwie. Ich bin doch so allein, ich kämpfe doch gegen das Mobbing, niemand hilft mir. Nur damit ihr schon mal vorab Bescheid wisst. Ich glaube zwar nicht, dass es so ist, aber es wäre vielleicht möglich irgendwie.
Andere Informationen habe ich jetzt halt momentan nicht, deswegen muss ich das jetzt ausprobieren. Warum wurde ich gebannt? Ich habe keine Ahnung, warum du gebannt wurdest. Vermutlich. Was macht er da? Er fummelt irgendwie unterhalb des Bildrands rum. Jetzt hat er sich extra nochmal zurückgelehnt, um irgendwo ranzukommen. Was, zieht er sich gerade die Hose hoch oder was? Wie sieht denn das aus, Rainer? Wurdest du gebannt, weil du Scheiße gebaut hast. Naja. Gut, Leute, damit wisst ihr jetzt. Wahrscheinlich wurdest du gebannt, weil du etwas gesagt hast, was dem Lord nicht gepasst hat. Eine kritische Frage gestellt oder so. Bescheid, ich werde mir jetzt mal was zu essen machen und meinen Morgen genießen. Und Der Stream geht noch 3 Minuten. ich weiß nicht, inwiefern ich Posts machen kann. Ich glaube, für Mitglieder kann ich Posts machen, habe ich gesehen. Deswegen machen wir Folgendes. Ich werde für euch einen. Wir werden den Mitgliederstream, den Pokémon-Stream heute, der ja heute kommen soll, den werden wir um 14 Uhr machen. Entschuldigung, nicht um 14 Uhr. Blödsinn, um 16 Uhr. Es war ja im Video schon angekündigt, dass ich ihn von 15 auf 16 Uhr vielleicht verschiebe. Ich bin auch jetzt erst aufgestanden vor vielleicht 20 Minuten. Ne? Deswegen machen wir es so, dass wir den Stream um 18 Uhr. Wir machen den Stream um 16 Uhr. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Jetzt wisst ihr schon mal Bescheid. Ich weiß nicht, wann er das gestreamt hat. Ich gucke mal gerade. Ah, nee, das kann ich auch nicht sehen. Ich glaube, das Orakel hat es erst vor 2 Stunden oder so hochgeladen. Er ist erst vor 20 Minuten aufgewacht. Gehen wir mal davon aus, dass 12 Uhr schon rum war. Also es ist eher mittags. Aber das ist ja Aufstehzeit im YouTuber-Lifestyle, ne? Meine Frage wurde ganz ignoriert. Welche Frage denn? Ich habe ja jetzt halt alles gelesen. Das ist jetzt auch ein bisschen viel auf einmal, weil ich gerade andere Sachen habe. Vor 10 Minuten hast du dich noch gewundert, warum niemand in deinem Chat schreibt. Jetzt haben 3 Leute geschrieben und es ist zu viel zum Lesen. Ein belegtes Brot mit Schinken. Ein belegtes Brot mit Strikes. Das sind 2 belegte Brote. Eins mit Schinken. Wenn mein Account gesperrt wird, Eins mit Strikes. dann mache ich damit gar nichts mehr, weil dann kann ich nichts mehr machen. Wenn mein Account gesperrt ist, ist er gelöscht, dann ist er weg. Weg vom Fleck. Dann kann ich damit nichts mehr machen. Wenn der Account gesperrt wird, dann würde. Ja, und das ist die einzige Möglichkeit, wie wir dich jemals von YouTube wegbekommen, Rainer. Die einzige. Er gelöscht und dann kann ich auch nichts mehr machen. Dann habt ihr auch kein Abo mehr bei mir, weil es funktioniert ja nicht mehr. Und du hast kein Geld mehr. Und du kannst keine Leute mehr bezahlen lassen. Dafür darfst du auf deinen Discord kommen, weil das ist alles mit YouTube verbunden, ne? Mit der YouTube-Mitgliedschaft. Du kannst in dem Programm Discord kannst du keine Leute irgendwie bezahlen lassen für irgendwas oder so. Das hängt alles an YouTube. Der YouTube-Account ist weg. Rainers Einnahmen null. Einfach null. Ja, vielleicht kriegt er noch einen Fünfer von Spotify, weil irgendwelche Vollidioten seine Lieder irgendwie bei Spotify kaufen oder so. Aber sonst null. Weil ich ja nichts mehr da habe. Und was den Content an sich losgeht, wie gesagt, ich streame heute, ich streame am Donnerstag, am Samstag und am Ding. Und wie gesagt, innerhalb von 10 Tagen spätestens muss es eigentlich geklärt sein. Wenn ich einen Strike verliere, und das würde ja quasi in spätestens 10 Tage passieren, da das ja schon weitergeleitet wurde, das eine. Das wird ja spätestens in 10 Tagen passieren. Spätestens. Es wird fest davon ausgegangen, dass wir einen Strike verlieren. Rainer. Auf jeden Fall, ne? Rainer klammert sich an den letzten Grashalm. Nein, Rainer kann sich nicht an einen Grashalm klammern. Er ist viel zu schwer. Woran? Rainer klammert sich an den letzten verbliebenen Brückenpfeiler. Würde es spätestens in 5 bis 10 Tagen wieder weitergehen. Wenn ich das ungefähr richtig betitelt habe, dann dürfte es wohl ungefähr ich sag mal, am Mittwoch nächste Woche oder am Montag die Woche drauf schon wieder freigeschaltet sein, dass ich wieder weiter streamen kann. Jetzt müssen wir halt mal gucken. Oder du bist weg. Für immer. Wieder Videos machen kann. Und dann kommen natürlich auch wieder regelmäßig Videos. Und wie ich schon sagte. Dann kommen schon wieder regelmäßig Videos. Rainer, der seit 3 Wochen keine Videos mehr macht. Dragon Monday, ich erkläre euch jetzt meine neuen Mitgliederränge, damit ihr wieder Geld bezahlen könnt. Oh, das ist ein 8 Minuten langer Ersatz für einen Dragon Monday irgendwie. Rainer, du machst keine Videos mehr. Du machst keine mehr.
Also erzähl mir nicht was von wegen, ja, dann kann ich ja wieder Videos machen. Du würdest dadurch nichts verlieren. Wir würden dadurch nichts verlieren. Die Welt würde dadurch nichts verlieren, wenn YouTube Rainer Winkler verlieren würde. Nur du verlierst alles. Ich arbeite auch am Musikvideo weiter für die neuen Songs. Aber Musikvideo, woran er schon seit 3 Monaten arbeitet, arbeitet er quasi jeden Tag. Da geht es dann also auch weiter. Und dann wird auch ein neuer Song noch rauskommen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So, und jetzt, wie gesagt, wir sehen uns dann am Ding. Ich werde euch das Video hier freischalten Wir sehen uns jetzt am Ding. für Mitglieder ab Drachirang. Das heißt, ihr könnt euch das Video jetzt nochmal anschauen, den Stream nochmal anschauen. Dann habt Das heißt, die armen Welblinge, die Leute, die 2,99 im Monat bezahlt haben, kriegen das hier nicht zu sehen. Ne? Nur so als Erinnerung. Bezahlen zahlende Kunden. Aber sie zahlen nicht genug für den Lord. Alle Informationen, die jetzt auch die anderen hatten. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal, euer Drache und bis heute Nachmittag um 16 Uhr. Ciao, ciao. Peace, Rainer. Peace. Ja, Leute. Warum hat Rainer diesen Stream gemacht? Rainer hat diesen Stream nicht gemacht, damit seine Mitglieder Bescheid wissen, sondern Rainer hat diesen Stream gemacht, um sich selbst zu beruhigen und sich selbst anzulügen. Weil er konnte nicht, er ist aufgestanden, er konnte nicht in seinem Haus sitzen und alleine und sich darüber Gedanken machen, dass er jetzt 3 Strikes hat. Also macht er erstmal die Webcam an, das ist ja das Einzige, was er machen kann. Und dann erzählt er uns hier einen von, ja, in 10 Tagen ist der Striker wieder weg, irgendwie. Das ist Beruhigung von ihm selbst. Wenn er das nicht macht, sitzt er bei sich zu Hause und macht sich Frühstück und dann isst er sein Frühstück und währenddessen hämmert es in seinen Schädel ein, dass sein Account in einer Woche weg ist. Das ist ja seine sehr verquere Art und Weise der Traumabewältigung irgendwie. Das ist ja seine Art, das rauszulassen. Ansonsten ist das in ihm drin und frisst ihn auf. Also lügt er uns an, die Zuschauer, und dann lügt er sich selbst an irgendwie. Und danach geht es ihm ganz klein bisschen besser, weil Rainer hat ja gesagt, ja, in 10 Tagen ist der Strike wieder weg. Und wenn er das ausgesprochen hat, wenn ihn das verlassen hat, dann bedrückt ihn das nicht mehr, weil Rainers ganzes Leben besteht aus Lügen. Und wenn er das gesagt hat, wenn er die Lüge in den Raum gestellt hat, dann hat er das Gefühl, etwas gegen diese Situation getan zu haben. Das ist, glaube ich, deswegen hat er diesen Stream gemacht. Ja, wie gesagt, also so wie ich glaube, hat er am Nachmittag keinen Stream gemacht. Vielleicht hatte er recht und er konnte nur einmal am Tag streamen. Sitzt er halt so in seiner Bude und spielt Pokémon, ne? Für ihn macht es ja keinen Unterschied irgendwie. Geld verdienen macht er mit seinen Mitgliedern und die Streams ja sowieso nicht mehr. Ja, Leute, wenn es in dieser Sache eine neue Entwicklung geben wird, werdet ihr sicher von eurem Metzger hören. Und ansonsten, ja, hören wir uns bestimmt noch mal irgendwann diese Woche. Ich habe jetzt das ganz spontan rausgemeldet. Ich kam gerade von der Arbeit und ja, habe mich durch die Schneemassen gekämpft. Und ja, so viel dazu. Leute, bleibt gesund, passt auf euch auf, legt euch nicht auf die Nase, die nächsten Tage bleibt es noch glatt. Und wir hören uns wieder. Ich bin der Veganer Metzger und ich bin erstmal raus. Medlove.